Genau, jetzt langsam runter. Und dann hoch. Weiter kommst du nicht? Okay. Hallo, zurück zu einem etwas anderen Vlog. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr sicherlich die letzten Monate mitbekommen, dass ich zusammen mit einem Personal Trainer trainiert habe. Jetzt zu diesem Zeitpunkt habe ich diese 2 Monate noch vor mir und ich möchte euch einfach jetzt in diesen 2 Monaten bei meinem Personal Training mitnehmen und so ein bisschen zeigen, wie meine Fortschritte sind, was sich verändert. Warum Personal Training? Diejenigen, die mich gut kennen von euch, wissen, dass ich der absolute Niete im Sport bin. Also ich bin wirklich mega unsportlich und habe auch keine Kraft und meine Kondition ist nicht vorhanden. Ich führe auch oft Übungen falsch aus und weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll und komme einfach nicht richtig rein. Und ich wollte das jetzt einfach ändern und habe mich dazu entschlossen, mit Personal Training anzufangen, um einfach sozusagen jemanden an meiner Seite zu haben, der mich dabei unterstützt. Was sind meine Ziele dabei? Also in erster Linie möchte ich mich einfach fitter fühlen, stärker. Ich möchte einfach mehr Kraft haben. Gesundheitlich bin ich einfach an einem Punkt angekommen, wo es so nicht mehr weitergehen kann. Also ich möchte nicht mehr 10 Stufen hochgehen und dann schon keine Luft mehr bekommen. Ich meine, da draußen unter euch gibt es bestimmt genug Sportmuffel und ich möchte einfach an dieser Stelle einmal sagen, ganz viele unterschätzen einfach, wie wichtig Sport ist. Es geht dabei nicht irgendwie darum, irgendwie eine tolle Figur zu haben. Natürlich ist das für manche also in erster Linie das Ziel vielleicht, aber an erster Stelle solltet ihr auf jeden Fall Sport machen, weil das einfach wichtig für eure Gesundheit ist. Und ich habe das einfach viel zu lange schon vernachlässigt und jetzt will ich einfach meiner Gesundheit was Gutes tun und mich wirklich einfach stark fühlen. Also das ist wirklich mein Ziel. Ja, und ich würde sagen, wenn ihr mich bei meiner Reise verfolgen wollt, dann bleibt jetzt einfach dran. So, auch wenn meine Figur nicht die größte Rolle spielt, möchte ich trotzdem gerne ein Vorher-Nachher machen, weil ich denke, es ist trotzdem ganz interessant zu sehen, wie sich dieser so verändert nach 2 Monaten Personal Training. Also, ich zeige euch jetzt mal meinen Bauch. Ich wundere mich, ich habe hier eine kleine Wunde. Also, ich hatte ja vor einiger Zeit ein bisschen was zugenommen, aber seitdem ich die Tabletten wieder absetzen durfte, ist das Gewicht schon ziemlich wieder zurückgegangen. Also ich habe hier natürlich noch so ein bisschen Speck und so. Und ja, so sieht's aus im Großen und Ganzen. Okay, ich bin ready. Die hier geht jetzt zu ihrer ersten Session Personal Training. Wünsche mir Glück. Ich mich vorstellen. Was soll ich erzählen? Wer du Ich bin bist, was du machst. der dich jetzt quasi die nächste Zeit quälen wird. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich bin Personal Trainer in Berlin und ja, ich habe ein paar Klienten, die mit mir trainieren pro Tag und ich stelle jetzt wieder zu. Klasse, wieder das Becken ranziehen, noch 2 pro Seite. Schön halten. Ein bisschen weiter vor. Klasse. Ja, gut. Ein letzter. Einmal noch. Und was sagst du zu der ersten Session? Ich würde sagen, du warst richtig gut. Ja? Klar. Sehr gut. Auch nichts anderes erwartet. Mach das noch viel besser auf jeden Fall. Genau. Ja. Wisst ihr, wie ich mich heute fühle? Autsch. Ich hatte gestern schon so starke Schmerzen in meinen Armen, ich konnte sie nicht mehr bewegen. Wenn ich huste, tut es in meinem Bauch weh. Ich hoffe, das ist morgen nicht mehr so schlimm, weil morgen geht's weiter. Also das erste Training war, würde ich sagen, erfolgreich. Bis auf den Moment, als ich Liegestütz machen sollte. Genau. Jetzt langsam runter. Und dann hoch. Weiter kommst du nicht. Okay, wir machen es jetzt. So. Jetzt bist du wieder runter. Und drückst dich dann wieder hoch. Einmal noch richtig runter. Okay, gut. Die müssen wir auf jeden Fall verbessern. Ja. Ich glaube, ich gehe gar richtig komisch, oder? Du musst halt versuchen, normal zu gehen. Ja.
bin tot. So, auf dem Weg zu Training Nummer 3. Ich muss sagen, ich habe immer noch starke Kater in meinem Bein und habe ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst, weil Erik meinte, heute fangen wir richtig an. Und ich weiß nicht, was die anderen Male waren, aber das war für mich schon richtig. Aber ja, ich bin gespannt, was mich heute erwartet. Mal meinte, dass es anstrengend war, dann wusste ich auch nicht, was auf mich zukommt. Ich glaube, so sah ich noch nie aus nach dem Sport. Du siehst super aus. Du hast Spaß, ne? Ich habe immer Spaß. Mit dir auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier einen kleinen Ball und das ist jetzt quasi unsere Challenge. Und jetzt müsst ihr versuchen, einen Arm zu heben, ohne dass der Ball runterfällt. Let's go! Eins, zwei, nicht ins Hohlkreuz, drei, Bauch fest, vier, du machst das toll, fünf, sechs, sieben, acht, Wahnsinn, neun. War schon besser. Das war richtig gut. Bravo! Wie viel müssen jetzt deine Anhänger machen davon? 20? Ich meine, jeder von uns ist sportlich davon. Okay, zeigt's uns. So, ich bin jetzt auf dem Weg zu Erik. Super motiviert. Nicht. Ich muss sagen, heute hatte ich gar keine Lust auf Sport. Es ist auch noch relativ früh. Aber das ist das Gute am Personal Training. Wenn man erstmal einen Termin hat, dann kann man sich schlecht davor drücken. Danach werde ich mich bestimmt wieder gut fühlen. Heute zusammen mit mir. Tommy. Tommy kommt heute mal mit zum Training. Ich bin schon mega gespannt, wie er das empfinden wird und ob es für ihn auch anstrengend sein wird. Aber ich denke schon, weil Erik meinte schon, dass er ihn fertig machen wird. Er macht mich fertig. Heute gehen wir mal abends. Ich bin die letzten Male immer morgens schon da gewesen. Aber habe dann immer gemerkt, dass ich dann wirklich erstmal tot war und dann nicht so richtig produktiv weiterarbeiten konnte. Und deswegen wollte ich das heute mal abends probieren, weil dann ist der Tag ja schon meistens so gelaufen und dann kann man danach sie einfach tot ins Bett fallen lassen. Mal schauen, wie ich das dann finden werde. Wie fühlst du dich? Komm nie wieder. Das war schrecklich. Also, ja. Tot. Erik, was sagst du? Wer hat es besser gemacht? Also ich würde mal so sagen, Tommy ist halt heute das erste Mal da gewesen, ne? Das ist aber krass. Tommy macht schon sein ganzes Leben. Ja, Tommy war das erste Mal da, das hat natürlich, ist ihm einfach ein bisschen schwieriger gefallen. Du hast natürlich jetzt schon 6 Mal wirklich richtig gutes Training gemacht. Ja, das ist. Deshalb warst du natürlich klar besser. Punkt aus Ende, muss ich auch mal erkennen. Die Zeiten haben mich schon verbessert zum letzten Mal. Muss auch. Bestzeit 2,45 und letztes Mal war 3,2 ungefähr. Muss auch Bizeps sein. Okay Leute, Training ist durch. Ich bin richtig happy. Ich merke jetzt schon langsam, dass ich mich verbessere. Das letzte Mal, als wir das Training hatten, dieses Cardio-Training, ihr erinnert euch, war ich so richtig tot. Und diesmal war ich nur so halb tot. Fast war schon an der Grenze. Aber ich habe richtig gemerkt, so, dass ich es diesmal besser gepackt habe und ich habe ja auch meine Zeit verbessert. Und das motiviert einen dann richtig weiterzumachen, wenn man dann so Erfolge sieht. Yeah.
dem Bällchen. Gerade habe ich 19 geschafft. Ich hoffe, ich kriege das nochmal hin. Oder einfach 100. Genau. So, Rücken schön gerade lassen, Bauch ist fest und dann immer versuchen, die Arme zu strecken. 1, 2, 3, Mitte bleibt stabil. Super. 4, 5, 6, 7, Hüfte ein bisschen weiter runter, ich da. 8, 9, 10, 11, 12, 13, durchhalten, 14, 15, aber 15 sind auch schon richtig gut. Ja, wir verbessern uns. Und du so? Ich verbessere mich auch. Und rechts. Mehr drehen. Links. Und rechts. Links. Links. Rechts. Links. Stopp. Die Halbzeit des Personal Trainings erreicht und ich wollte mal mit euch darüber quatschen, was sich so für mich verändert hat. Viele fragen mich schon, ob ich Resultate sehe an meinem Körper. Ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen an Bauchfett verloren, aber das habe ich sowieso schon in der letzten Zeit von alleine, weil ich generell einen sehr, sehr schnellen Stoffwechsel habe. Deswegen habe ich auch nie wirklich früher zugenommen und konnte immer so viel essen, wie ich wollte, ohne wirklich zuzunehmen. Und das, was ich zugenommen habe, kam dann ja erst, nachdem ich die Tabletten eingenommen habe. Aber nachdem ich die abgesetzt habe, ging das dann schon so nach und nach langsam zurück. Alles mit seiner Zeit natürlich. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen, aber das ist ja auch vollkommen normal. Ich merke so langsam, dass mein Körper mehr Form annimmt, so ein bisschen straffer wird, vor allem so an meinen Beinen und meinem Po. Das freut mich natürlich total zu sehen. Aber abgesehen davon ist, glaube ich, die größte Veränderung in meinem Wohlbefinden. Also ich merke jetzt schon langsam, wie ich mich fitter und stärker fühle und das macht mich so, so happy und das ist eigentlich auch so meine größte Motivation immer noch. Dann wollten viele wissen, wie oft ich in der Woche mit Erik trainiere und wie lange. Also zurzeit sieht das so aus, dass ich zweimal die Woche zu Erik gehe und wir trainieren immer 45 Minuten zusammen. Und mittlerweile mache ich auch außerhalb des Personal Trainings noch alleine Sport. Also ich versuche einmal die Woche so 45 Minuten einfach Cardio zu machen, weil meine Kondition ist einfach nicht so gut. Ich möchte meinem Herzen auch was Gutes tun und ich merke dadurch auch, dass mir generell das andere Training dadurch auch leichter fällt, weil ich einfach nicht so schnell aus der Puste bin. Und letzte Woche war ich auch einmal so im Fitnessstudio, da hatte mir Erik einen Zirkel mitgegeben aus 5 Übungen und die habe ich dann so ungefähr 25 Minuten lang gemacht. Also jetzt auch nicht zu lang, aber es ist trotzdem mega effektiv und ich bin dann auch wirklich tot. Dann haben viele gefragt, wie es mit meiner Ernährung aussieht, ob ich da jetzt irgendwas verändert habe, ob ich mich besonders gesund ernähre und. Also Erik hat mir tatsächlich ein paar Tipps gegeben, aber man muss dazu sagen, ich habe mich schon vorher ziemlich gesund ernährt. Also ich will damit nicht sagen, dass meine Ernährung perfekt ist, aber ich versuche mich schon im Alltag sehr, sehr ausgewogen zu ernähren. Und das gelingt mir meistens auch. Was ich tatsächlich geändert habe, ist, dass ich versucht habe, mehr Proteine zu mir zu nehmen. Das ist ja immer ganz wichtig, so vor allem für den Muskelaufbau. Und deswegen habe ich Tofu meiner Ernährung zugefügt, weil ihr wisst vielleicht, ich esse nicht mehr so viel Fleisch, vor allem auch nicht zu Hause. Und deswegen, ja, versuche ich immer Tofu überall irgendwo einzubringen. Aber es ist halt, wie gesagt, nicht alles perfekt. Also ich esse immer noch sehr, sehr viel Pasta. Wenn ich mal Bock habe auf eine Pizza, dann gönne ich mir die Pizza. Also ich ernähre mich sehr intuitiv und höre darauf, was mein Körper braucht. Und in erster Linie ernähre ich mich sehr gesund, weil es meinem Körper gut tut. Aber wenn ich mal wirklich Lust auf irgendwas Ungesundes habe, dann gönne ich mir das auch, weil das
wird mir dann nicht in diesem Moment schaden. Also alles in Maßen zu genießen ist absolut okay. Weil solange man es mit dem Ungesunden nicht übertreibt, finde ich, sollte es einfach dazugehören. Und ja, eine Pizza ist auch gut für meine Gesundheit. Okay, ich mache heute das erste Mal nach 6 Wochen Bodyweight-Training. Relativ viel mit Gewicht. Ishtar hat schon die Gewichte in der Hand. Wir machen einen Ausfallschritt. Hinten schön auf die Fußspitze. Das sind jetzt insgesamt 18 Kilo. Langsam runtergehen, darauf achten, das macht Ishtar super, dass die Knie nicht nach innen fallen. Immer nach außen drücken. Sehr gut. Hat es vielleicht bei der ersten Wiederholung gemerkt, dass es ein bisschen nach innen gegangen ist. Und jetzt macht sie es richtig, richtig gut. Das sind jetzt 4 Kilo. Ihr seht, das fällt der Ishtar schon relativ schwer. Aber liebe Damen, das kann man auch mal machen, um die Arme zu kräftigen. Wichtig ist, dass der Arm ganz nah am Körper hochgeht, die Hand, und man kurz oben versucht, komplett neben dem Ohr zu strecken und dann langsam runter. Perfekt auch für die Haltung, wie ihr seht, ich stehe jetzt ganz gerade. Geile Übung. Übung Nummer 3 ist das sogenannte Kreuzheben. Wichtig beim Kreuzheben ist, der Rücken ist ganz, ganz gerade, Bauch ist fest angespannt und das Gewicht geht quasi ganz gerade unter dem Körper runter. Von da aus wieder gerade, wieder angehoben. Kopf ist immer in Verlängerung der Wirbelsäule und ihr stärkt damit perfekt euren Po, hinteren Oberschenkel und eure Haltung. So, diese Übung ist das einarmige Rudern. Der Arm wird hier nah am Körper hochgezogen, der Rest des Körpers bleibt ganz stabil. Das ist eine super Übung, um eure Haltung zu verbessern und eure Rückenmuskulatur zu kräftigen. Gut machst du das. Yay. So Leute, wir haben heute wieder dieses Cardio-Training gemacht und ich habe mich wieder richtig verbessert. Ich zeige euch mal meine Zeiten. Also das war in der ersten Woche, ne? Ja. Bestzeit war 3:02. Das war in der vierten Woche. Hier war die Bestzeit 2:45. Und das war heute. Bitte? Ne. 2:22. Yay! Yeah! Yay! Yeah! Du musst sagen, sie hat schon sehr, sehr viel gemacht. Ja, ich schon nicht mehr. Eine Strecke. 30? Du machst easy noch 30, Isha. Nein. Doch. Schaffst du. 40. Eine Strecke, Bauch ist fest. Die Minute machen wir voll. Schön halten. 50, Isha. Gleich ein bisschen weiter atmen. Halten. 55 hast du schon. Schaffst du aber über die Minute. Sehr gut. Eine Minute geschafft. Stark. 1:05. Halten. Weiter atmen. 1:10. Sehr gut. Yes. Sehr gut. Fast verdoppelt. Obwohl du schon richtig viel gemacht hast vorher. Ja. Jetzt. Du musst jetzt mal so richtig ausraschen, wie stark. Du kannst dich nur so, so hier machen, du musst richtig so. Genau.
genauso. So Leute, ich bin jetzt übrigens auf dem Weg zur vorerst letzten Trainingssession. Also auf jeden Fall für dieses Video, weil Erik dann 4 Wochen weg ist. Und danach ist dann endlich das Fazit für euch. Okay, ein Fazit zu meiner wundervollen Entwicklung. Ein Fazit zu deiner wundervollen Entwicklung. Also erstens, du hast dein Körpergefühl extrem verbessert. Das heißt, die Bewegungen, die du jetzt machst, sind sehr, sehr viel besser als vorher. Das heißt, du bist natürlich auch gesünder, dein Körper hat mehr Kraft. Das ist auf jeden Fall Fazit Nummer 2. Du bist viel, viel stärker geworden, als du am Anfang warst. Fazit Nummer 3, du bist viel, viel ausdauernder geworden. Das haben wir bei den ganzen Tests gesehen, beziehungsweise bei den ganzen Belastungen, wo die ein bisschen intensiver waren. Bist viel schneller geworden, das sind 50-60%, das heißt, dein Herz-Kreislauf-System arbeitet viel besser, das heißt, der ganze Körper arbeitet besser und ich würde auch sagen, dass du auf jeden Fall viel, viel fitter und agiler wirst. Yes! Sehr gut. So. Und zum Schluss natürlich noch ein abschließendes Feedback meinerseits. Also ich glaube, so zur sportlichen Entwicklung muss ich gar nicht mehr viel sagen, das hat Erik ganz gut zusammengefasst. Ich möchte nur noch mal hinzufügen, dass ich auch wirklich über die Zeit gemerkt habe, wie ich bestimmte Übungen besser ausführen kann. Und vor allem jetzt beim Schneiden des Videos ist mir das auch noch mal umso stärker aufgefallen, weil ich jetzt gesehen habe noch mal, welche Übungen ich am Anfang gemacht habe, die mir jetzt total leicht fallen und wo ich am Anfang schon komplett am Ende mit meinen Kräften war. Das war auch einfach die größte Motivation, wirklich diese Fortschritte zu sehen und zu sehen, wie man sich wirklich weiterentwickelt und es immer besser hinkriegt. Und ich hoffe, dass es auch in dem Video so deutlich geworden ist. Die größte Veränderung aber ist, wie sehr sich Sport mittlerweile in meinen Alltag integriert hat und wie ich es mir schon gar nicht mehr wegdenken kann. Und das finde ich jetzt einfach so extrem, weil wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich wirklich mein ganzes Leben lang nicht wirklich Sport gemacht habe, abgesehen vom Schulsport, aber naja, da war ich ganz oft krank. Wenn ich jetzt ein paar Tage keinen Sport mache oder mich gar nicht bewege, dann fühle ich mich direkt irgendwie so komisch und kraftlos und habe das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt. Und Sport ist mittlerweile gar nicht mehr irgendwas für mich, wofür ich mich jetzt besonders motivieren muss, sondern ich mache es einfach gerne und es tut mir gut. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Veränderung. An dieser Stelle ein Dankeschön an Erik, an den besten Personal Trainer überhaupt. Ich glaube, ohne ihn hätte ich das auf jeden Fall nicht geschafft, sondern er hätte nicht diesen nötigen Antrieb gehabt, um das wirklich durchzuziehen. Und ja, ohne ihn wäre ich nicht da, wo ich jetzt heute bin. Nein, Spaß. Jetzt interessiert euch sicherlich noch, wie sich denn mein Body verändert hat. Natürlich hat das Training auch da Spuren hinterlassen. Ich werde euch jetzt mal den Vorher-Nachher-Vergleich einblenden. Und da könnt ihr sehen, dass ich schon eine Menge abgenommen habe. Also ich würde sagen, meine jetzige Figur ist eigentlich im Grunde schon das, was ich ganz früher hatte, bevor ich diese 10 Kilo zugenommen hatte. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt letztendlich genau abgenommen habe, weil an meinem Gewicht an sich hat sich nicht viel verändert. Ich habe ja auch Muskeln aufgebaut und Muskelmasse wiegt ja auch mehr als Fett und das darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Deswegen halte ich auch nichts davon, sich an irgendeiner Zahl zu orientieren, die nicht wirklich viel aussagt. Ich bin auf jeden Fall happy. Ich meine, ich habe mich ja vorher auch schon wohl gefühlt. Aber jetzt muss ich sagen, fühle ich mich noch ein bisschen wohler. Nicht, weil ich irgendwie jetzt abgenommen habe, sondern weil ich nochmal durch den Sport ein ganz anderes Körpergefühl entwickelt habe. Und irgendwie fühlt man sich dann automatisch auch besser, wenn man so merkt, dass man fitter und stärker wird. Und das tut einfach gut. Ja, ich hoffe, mein kleiner Fitness-Journey hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, euch dabei mitzunehmen. Und ich freue mich auch immer zu sehen, dass ich auch andere motivieren kann. Andere Sportbuffel da draußen, die mir schreiben, dank mir haben die sich jetzt auch zum Sport aufgerafft. Wer hätte gedacht, dass ich irgendwann Leute zum Sport motivieren werde? Okay, dann würde ich sagen, wer ist es jetzt an dieser Stelle? Folgt mir auf jeden Fall auf Instagram, wenn ihr weiterhin da irgendwie Einblicke bekommen wollt. Dann nehme ich euch nämlich immer in meiner Story mit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann. Bye.